An ganz genau dieser Stelle haben wir unser Abenteuer beim letzten Mal beendet. Und damit, ja, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ganz genau. Wir haben ein bisschen irgendwelche Container hin und her bewegt. Das ist jetzt für mich auch schon tatsächlich wieder eine Woche her. Mit irgendwelchen Stromkreisen und ich weiß auch nicht so ganz. Und heute geht's einfach, glaube ich, an der Stelle weiter. Ich hoffe. Kann man hier lang? Nee, aber wir können uns diese das angucken. Diese Baustelle ist seit 12 Minuten unfall- und verletzungsfrei. Ein absoluter Rekord für Rabbids. Ach, 12 Minuten, das ist jetzt schon sehr lang. Dann möchte ich einmal hier bitte ein Lob für die Rabbids aussprechen. Hashtag Rabbids, die Baumeister, in die Kommentare. Hier ist nichts drin, Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, dich zu öffnen. So. Lecker, schmeckotastisch. Nehme ich den Checkpoint entgegen und wir schauen uns das Bild mal an. Als Miseras Armee die Galaxie auseinandernahm, waren es doch tatsächlich die Rabbids, die Mutti mit einem mega krassen Plan überraschten. Sie waren zu ihren Ursprüngen zurückgekehrt, doch diesmal hatten sie so etwas wie Verantwortungsbewusstsein mit im Gepäck, als sie in die Galaxie aufbrachen, um anderen zu helfen. By the way, für mich ist gerade der 1.1. Keine Ahnung, wahrscheinlich kommt dieses Video erst wieder eine Woche später oder weiß ich nicht wann. Auf jeden Fall erstmal ein wunderbar schönes, gutes Jahr an euch alle da draußen. Okay. Maybe ein bisschen zu spät. Okay. Hier muss was... Wir können ja mal scannen ein bisschen. Vielleicht findet sich hier ja was. Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt immer mehr Passagen, wo unsere Fähigkeiten zu Einsatz kommen. Hier gibt es erstmal solche Legedinger. Und bitte, was ist denn hier los? Das ist bestimmt das Falsche. Na komm schon. Hä? Ich dreh das mal. Nochmal. Und so hin. Genau, ist nicht schlecht, oder? Und mit... Heb das doch jetzt auf. Hallo. Dankeschön. Und mit diesem spannenden Gerät, welches ich hier einsetzen wollte... vielleicht wollte ich das doch da nicht einsetzen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ich wollte. Habe ich irgendwas activated? Ja, da hinten was. What passiert hier? Ich glaube, das kann eine Weile dauern. Das kann nicht nur eine Weile dauern. Ich glaube, das kann ziemlich viele Weilen dauern. Ja. Also. Weil die, das hier ist aktiviert. Was macht das hier? Das macht. Nee, das ist nicht aktiviert. Da brauchen wir noch ein drittes. Und zwar an der Stelle hier. Boah, imagine. Imagine. Guys, imagine. Bumm. Das ist schon mal nicht schlecht, hätte ich so jetzt spontan gesagt. Das hier jetzt mal drehen. Das hier kann schon was Gutes bewirkt haben. Das hier ist an... Ist hier eine unsichtbare Bridge? Nee. Aber das doch jetzt hier an. Da sind beide drin. Warum ist denn da... Also... Hä? Ich bin mal wieder maximal verwirrt. Ich kann hier was anschreien. Bringt mir das was? Nö, natürlich nicht. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Das heißt, ich mache hier das gerade hin. Wait, guys. Vielleicht schneide ich auch an der Stelle mal ein bisschen was raus und guck mal, wie weit ich mit dem ganzen Rätsel komme. Außer, jetzt ist es geschafft. Der Profi an der Stelle wieder, ja. Mal bitte einen schönen dicken Applaus für mich. Dankeschön. Jo, wir können erstmal hier hoch. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und hier ist die Chest. Mit welcher wir diese Röhre aktivieren können. Aber das müssen wir erst gar nicht... Boah, wir müssen das jetzt erstmal auf das Grüne schieben und dann... Boah, ich glaub, das schneide ich euch. Und das ist einfach unangenehm lang. Das ist legit das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
Das Rätsel ist von vorne bis hinten kompletter Müll. Alles funktioniert da hinten. Oh, ich hab's geschafft. Nach 15 Minuten. Nach 15 Minuten. Das ist grausam. Das ist grausam. Das ist grausam. Und hier wartet erstmal ein schön entspannter Kampf auf uns. Hier gibt's vielleicht noch ein bisschen Geld, was man mitnehmen kann. Oh, hier wartet vielleicht doch kein Kampf auf uns. Wait, 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 guys. Nee, tut er nicht. Aber ich will es trotzdem in Anführungszeichen markiert haben. Wunderbar, dass es in unserem Aufgabentab steht. Das ist zum Beispiel ein Ding, was wir nur mit Rabbit, mit Mario und Rebella machen können. Da so viele Rabbits Kargmaltal verlassen hatten, um gegen Miseras Schergen zu kämpfen, kam der Wiederaufbau des Planeten fast zum Erliegen. Doch wenn Misera dachte, dass sie den Wiederaufbau komplett stoppen könnte, dann hatte sie ihre Rechnung ohne Mutti und ihre Rabbits gemacht. Ah ja. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut oder übersteuere, so wie in den letzten beiden Folgen. Es tut mir leid. Ich habe mal wieder ein bisschen an meinem Mikrofon rumgeschraubt und... ja. Dabei vielleicht nicht ganz so schlaue Dinge getan. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht allzu schlimm für euch ist. Warum sind wir hier? Was haben wir davon, hier zu sein? Ah, hier oben waren wir noch gar nicht. Ah, hier ist erstmal Rabattbot 99. Einen wunderschönen guten Hallo. Wir gehen jetzt durch die Röhre und kommen hier hinten raus. Die Frage. Was habe ich jetzt davon? Ein Weg nach da hinten. Was sich dort wohl verbergen wird? Ich kann es mir schon denken. Erreiche die Windmühle. Vielleicht die Windmühle. Wobei, war das nicht einfach nur ein ultimativ großer Ventilator? Ja, richtig. Fliegende Untertasse, bitte kommen! Hört auf rumzudrödeln! Je schneller ihr das Ding auf meine Windmühle erledigt, desto schneller kann ich euer Gerät auf Vordermann bringen. Over and out. Ich möchte bitte wie immer mich von jedem berlinerischen Akzent, den ich hier an den Tag lege, distanzieren. Aber nun gut. Das schmeckt doch gut. Oh, wir haben ziemlich viele davon. Komm, lass uns doch mal nehmen. Mit Y war das Ganze. Ja, manchmal habe ich so, vergesse ich die Tasten nach einer Weile. Wir können ja mal ein bisschen unsere Sparks leveln. Die sind Max Level. Oh, okay. Wir können ein paar andere Sparks leveln, die wir vielleicht irgendwann mal benutzen. Man weiß ja nie. Der hier zum Beispiel regeneriert immer mal wieder ein bisschen KP. Was machst du? Verbündet in Reichweite werden mit maximal, wenn wiederbelebt. Ey, wie krass, der kann Leute wiederbeleben. Über den könnte man ja mal nachdenken, ob man sich den so ein bisschen ins Team holen möchte oder nicht. Ja, der überzeugt mich schon arg. Mit 70% werden alle wiederbelebt. Kann man jetzt nichts Negatives drüber sagen, aber kann man vielleicht ja mal austauschen. Wie ihr natürlich wisst, mache ich das Ganze off-cam, weil meistens ist es eher langweilig für euch zum Angucken. Aber jetzt kämpfen wir gegen eine Windmühle. Schützender Drehmechanismus. Ja, heile dein Team, wieso? Bestimmt nicht 37 KP für 200 Coins. Nickerchen machen. Weiß ich nicht, so. Da steht auch schon herunterspringen. Wir müssen das schützen. 8 Runden lang. Ja, ich verstehe. So, hier befindet sich kein Gegner. Hier befinden sich welche und hier. Von denen... Ich kann auf diese Lampe schießen. Ich möchte ganz kurz wissen, was die Lampe für einen Zweck hat. Gar keinen, okay.
Wir haben hier solche Schrottdinger. Federvieh nimmt seinen nächsten Gegner ins Visier. Blabliblub. Schleim sehr empfindlich. Ja, dann schicke ich doch... Ach ja, doch. Dann schicke ich doch gerade sie da runter. Ist das nicht schön? Wir machen... Ah, vielleicht hätte ich einen Dash rausholen können. Aber mein Ziel war eigentlich... Hier schön Schleimschaden reindrücken. Ganz genau. Und dann... Ey, ich hoffe, ich bin nicht manchmal zu laut und zu leise. Ich sehe manchmal der Balken. Wenn ich an manchen Stellen zu leise bin, es tut mir leid. Ihr müsst einfach eure Kopfhörer lauter machen. Und wenn ich wieder zu laut bin, dann macht bitte leise. Mann, ich finde da kein perfektes Mittelding, so. Nee, ich würde ganz gerne auf das Einhorn schießen. Einhornfall. Einhorn! Genau. Macht der Schaden Feuer? Nee, lohnt sich nicht. Auf den hier. Weil er... Oh, er hat noch sehr viele Leben. Gegen was seid ihr denn sehr schwach? Gegen Schock? Hab ich da was? Nee. Was bist du? Du bist Wind, gell? Ja. Aber hier haben wir genau die gleichen Gegner, richtig? Richtig. Nur in einer etwas anderen Formation. Ich würde tatsächlich Rebella dahin schicken. Ah, da ist auch Schock auf dem Boden markiert. Hier spawnen Schockgegner. Ja, man könnte jetzt natürlich noch... Klar, ist nicht wirklich empfindlich, aber warum nicht diesen Damage nehmen und ihn trotzdem usen? Sind sogar runtergefallen. Ey, war doch strong. Oh, stellt es diese Gitter unter Strom? Aber ich stehe da halt selber drauf. Aber ich glaube, ich verstehe das. Ja, genau, das stellt diese Gitter unter Strom. Okay, aber da muss ich mir halt genau überlegen, wo ich stehen möchte. Nicht hier. Es stehen auch nicht beide drauf, deswegen... Greif ich doch mal. Weil ich heute einen sehr freundlichen Tag habe. Diesen Kollegen hier an. Hoffe, ich mache hier guten Damage. Ja. Das auf jeden Fall. Ich habe safe Angst davor, weil die sind mega, mega stark. So, Bowie. Was geht? Was geht? Hier werden genauso noch Gegner spawnen, bin ich mir sicher. Deswegen wird hier hinunter gesprungen. Und hoffentlich... Ja, ein bisschen Damage rausgeholt. Ist okay, ist okay. Ey, hier hinten wird auf jeden Fall komplett aus dem Leben gefeuert. Und wir kümmern uns um die beiden Vorderen. Wobei ich da auch schon einen, ich würde sagen, kleinen Plan habe. Ich schicke ein paar Robo-Koopas vor. Die stehen beide auf den Gittern, aber wir halt auch. Nein, das zählt nur für die hinteren Gittern. Gittern. Okay, I see. Wir haben, ganz kurz zur Erklärung, wir haben hier eine Stange, die hier unter Strom setzt. Und eine, die hier Spannung drauf gibt. Okay, okay, okay. I can see. Wir können nichts mehr machen, right? Right, und wir stehen offen. Aber unsere Robo-Koopas. Ganz genau. Das war meine Hoffnung. Gut, er wird jetzt halt ein bisschen, ja. Er kann aber nichts, er ist zu weit weg. So, er kriegt Zing. Überlebt das, no! Er macht Wasser-Damage. Zweimal. Wir haben fast keine Leben. Was passiert hier? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ich muss mich ein bisschen weiter weg machen, weil ich gerade lauter werde. Es tut mir leid. Schätze ich das gerade richtig ein? Ja, Rebella ist gleich tot. Cool. Heilt 70%, heilt 100%. Nee, wenn dann 70. Mal sehen. Dash. Ah.
Ich will ihn da hinten treffen. Er überlebt das. Dann mache ich jetzt aber den smarten Boy. Das war voll lost. Ich hätte vielleicht drüber nachdenken sollen, dass ich vielleicht angreife. Och nein. Bowser ist zu weit weg, aber maybe kann Rabbit Rosalina ein bisschen hier hinten was machen, um da gegenzuhalten. No. Wer ist da vorne? Ach, stimmt, ich könnte vielleicht versuchen, auf dieses Stromding. Ich komme nicht dran. Oh, das läuft gar nicht nach Plan. Oh, das ist jetzt richtig bad, sag ich, wie es ist. Wo ist eigentlich S down, gell? Er auch! Okay, Bowie, du musst auch zurück. Wir müssen zurück, Guys, zurück. Bestimmt nicht. Oh, das war lost, aber ich muss die jetzt halt aufhalten. Das ist zu weit weg auch, gell? That's a problem. Gibt es nicht... Ja, doch. Bewegungsradius regenerieren. Einmal auch ein Item jetzt benutzt. Schön, dass wir auch mal sowas zu Gesicht bekommen, nicht wahr? Er kann sich schon mal nicht mehr bewegen, was ja erstmal nicht schlecht ist. Und... Trottel. Würden beide richtig gut Damage kassieren. Ich hoffe, ich komme durch den Block durch. Ja, woher soll ich das wissen? Manche Blöcke gehen kaputt und manche halt nicht. Ich find's super. Es hat gar nichts gebracht, hierher zu kommen mit ihr. Mann, durch manche Blöcke können wir schießen und durch die halt nicht. Warum sagt das mir keiner vorher? Die müssen jetzt beide Damage tanken des Jahrhunderts. Bowser kann nichts machen von hinten. Das ist schön. Doch, Bowser kann was machen. Bowser kann sich um 50% einfach mal heilen. Und wir geben den Zug ab und lost ist der Aktion des Jahrtausends gerade schon wieder. Gut. Mann, ich stelle mich aber auch so dumm an. Mann. Ja, safe, komm. Ein paar mehr Gegner, ich hab ja keine Probleme. Stirb doch, du hässliches Vieh. Viel zu leicht. Nimm das! Er kann sich nicht bewegen, was jetzt halt erstmal für die Runde strong ist. Wo sind Gegner gespawnt? Auf der anderen Seite? Hier? Wo sind Gegner gespawnt? Doch, da in die Richtung, aber halt ganz, ganz hinten. Oh, bitte. Oh, please. Warte, nein, ich fliege hier hoch, weil dann kann ich mich mehr bewegen, glaube ich. Ja, genau. Au. Wichtig. Ah! Zack. Das macht den beiden sehr schön. Ich guck, und durch die können wir wieder durchschießen. Es ist manchmal ein bisschen weird. Aber, ja, keine Ahnung, was ich dagegen machen kann. Ich kann da sonst hier auch nichts mehr machen. Bowser kann halt auch noch mal in diese Richtung steppen. Ich verstehe nicht, warum er hier schon seine Attacke macht. Wir können Teamjumpen, maybe. Ja, können wir noch. Weil dann steppt Bowser auch mal wunderschön nach da hinten und sagt diesem netten Herrn da vorne mal guten Tag. Ja, aber halt vielleicht nicht so, dass ich hier auch noch
Ich will nicht selber Damage kassieren. Aber scheine ich zu müssen. Dann akzeptiere ich mein Schicksal. Macht nur 10 Damage, das ist voll okay. Die zwei wären besiegt. Hier würden 50% völlig ausreichen. Und wir müssen dann aber auch langsam den Zug abgeben, richtig? Wir spawnen Robo-Koopas, von denen kann man nie genug auf dem Feld haben. Ihr könnt euch auch beeilen ein bisschen, ja? Yeah? Ich bin aus Versehen auf die Taste gekommen, dass alles langsam läuft. Es tut mir leid. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich wieder so übersteuere wie in den letzten. Wenn es so ist, tut es mir mega, mega leid. Ich werde mir auf jeden Fall die Aufnahme anhören zwischen diesem und dem nächsten Part und hoffe, dass ich dann bis zum nächsten Part alles behoben habe. Weil jetzt zum Beispiel, wenn ich so rede, finde ich zum Beispiel, dass ich halt viel, viel leiser bin, wie wenn ich halt die ganze Zeit so rede. Und da ich halt manchmal so rede, müsste ich halt so näher hin und ist halt einfach ein bisschen... Ich finde noch nicht so ganz die Mitte. Die halten wirklich nur 3 Hits aus. Oh, Schmerzen. Ich dachte, die halten safe mehr. Okay, wird vielleicht doch ein bisschen stressig. Ich krieg dich. Das ist das Schlauste, was ich tun kann. Weil ihr dann beide down seid. So, und dann sehen wir auch mal die Mechanik mit der Electricity. Tschüss. War mir eine Ehre, euch kennengelernt zu haben. Hier ist nichts gespawnt. Heißt, wir müssen... Bowser. Bowie, du machst jetzt einen Teamsprung. Wobei, ist eigentlich egal, weil du ja da landest. Deswegen passt das schon. Und zwar... Hier. Dann... Ach, hier oben. Und du reachst niemanden. Das ist aber erstmal egal. Wir hätten vielleicht warten sollen. Damit Rabbit Rosalina hier auch noch weiterkommt. Ah, lost. Okay. Ganz kurz, sind nur hier Gegner gespawnt. Richtig. Mega entspannte Runde. Vielleicht nicht gerade die beste Entscheidung. Ich gebe den Zug ab. Und hoffe, es passieren keine schlimmen Dinge. Ich weiß, es kann immer alles passieren und so, aber... Ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass nichts Schlimmes passiert. Genau das, was ich wollte. Und warum ich jetzt nicht direkt weiterspringen konnte, ist weird. Aber ich komme doch bestimmt so hin, dass ich ihn dashen kann. Natürlich nicht. Bitte, gute Crits. Wunderbar. Er ist zu weit weg. Ich könnte ihn aber so zum Sleepen bringen. Bowser lasse ich eigentlich ganz gern hier oben. Weil von hier oben kann man halt in jede Richtung laufen. Und ich glaube, das ist nicht schlecht. Die zwei platziere ich hier oben einfach mal. Und mit Rebella lasse ich... Mit Rabbit Rosalina lasse ich den Kleinen hier noch eine Runde länger schlafen. Er darf sich nochmal ausruhen. Ah, da hinten spawnen welche. Wo noch? Da vorne, okay. Heißt, Rebella, du steppst halt im selben Moment, wie du hier hochgekommen bist. Selbst du halt wieder hier runter. Fliegst schon mal hier hin. Warte, kann ich drauf schießen? Nein, natürlich nicht. Welch unnötige Frage. Also wirklich.
Bowser stellt sich halt mal hier hin. Boah, Bowser kann noch mal Robo-Koopas losschicken. Ja. Corona. Beschwörung nicht möglich, weil die anderen noch auf dem Feld sind. Okay. Gar kein Problem. Aber ich hätte jetzt vielleicht mit Rebella noch dieses Bewegung-Dings zünden können. Weil soll ich denn wissen, was da rauskommt, Guys? Sorry. Kommt wahrscheinlich auch so einer raus. Ja, das ist schlecht. Na los. Ja, ich bin aber gut immun dagegen. Das ist das wunderbar. Also er ist auf jeden Fall down nächste Runde. Habe ich so das Gefühl. Jetzt muss gut überlegt werden. Also er muss rausgenommen werden. Ganz wichtig. Bowser holt mal hier einen wunderbar schönen Dash raus. Und auch einen Sprung, wie ich gerade erfahren habe, der Damage macht. Und springt hier rüber. Trifft den Typen. Und zündet den Spiegel, den wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon eine Weile nicht mehr benutzt haben. Ist doch gut, dass wir ihn hier nochmal benutzen. Oh, wir können noch... Oh. Down? Oh, nee. Nach oben, nach oben! Das ist der größte Scam. Der Typ lebt noch. Wie kann er noch leben? Hier wird ganz dringend das hier angemacht. Wie heißt das Ganze? Ich wollte wissen, wie das heißt. Bowser ist durch mit seinem Zug. Warum nicht ein bisschen Schutz? Boah, nein, Bowser ist nicht durch mit seinem Zug. Oder doch ist er? Bowser hätte nämlich echt eine Heilung nötig. Bowser ist... Okay. Geben wir ab, schauen, was die Gegner so Spannendes tun. Er kriegt aber selber gut Damage. Boah, imagine, das wäre jetzt ein krasser Gegner gewesen, der schießen könnte oder so. Not good, aber wir haben ja einen Schutz. Wie viel spawnt denn jetzt noch? Scam des Jahrhunderts. Das war vorher alles nicht da. Das ist doch... Das ist mega unfair. Na los. Beim nächsten Mal spawnen 4 Gegner. Ich muss mich auf ihn konzentrieren, weil er halt so ein Loser ist. Ist okay, Guys. Ganz ruhig. Die erreichen ihn wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Okay. Warum gibt es dafür keinen Patch, dass Bowser es manchmal nicht hinkriegt, diese Bodenwelle zu machen? Warum? Warum passiert das? Wieso kümmert sich keiner von Nintendo mal darum oder von Ubisoft, dass das nicht so ist? Ich kann nicht beides treffen. Das ist schön. Was würde mehr Damage machen? Ich überlege gerade, wie ich mich positionieren müsste, dass ich allen Damage mache. So. Keine Ahnung, ob ich das überlebe. Aber es macht halt allen richtig, richtig gut Damage. Mehr wie wenn ich einen Elektroschocker zünde. Deswegen muss ich das hier mal ganz kurz akzeptieren. Dinge passieren, die actually nicht gut sind.
Ich glaube, so komme ich aber ein bisschen weiter, wie wenn ich nicht fliegen würde, ja. Wunderbar. Auf die Dinger kann ich ja nicht schießen. Was halt auch mega maximal lost ist. Was macht mehr Damage? Das da? Oder das da? Das da. Dann wird damit volle Kanne reingefeuert. Bumm. Ich glaube, nach diesem Kampf ist das Video schon vorbei. Das Video ist auch schon viel zu lang. Ich kann mich wieder nicht heilen. Und da rechts spawnen Gegner. Bowser, das sieht nicht gut für dich aus. Tja. Wir hoffen einfach mal, dass nichts Schlimmes passiert. Na los. Oh, sehr gut, sehr gut. Die anderen reachen sie nicht mehr. Eins davon geht gleich kaputt. Ja. Selber schuld. Losteste Aktion. Wohin läufst du? Ja, aber das finde ich gut. Ich dachte, er geht jetzt safe dahin und macht haut auf das Ding. Du erreichst das da hinten nicht. Ja. Bowser wird sterben. Das ist gar nicht gut. Ach so, ja, da spawnen noch mal welche. Wie viele Runden muss ich noch? Wie viele Runden habe ich noch? Das ist die letzte Runde. So. Er ist schon mal außer Gefecht gesetzt. Das da oder das da? Das da. Mit Glück ist er sogar down. Oh, das waren aber gute Crits. Wunderbar. Rebella, mach mal bitte da so ein bisschen sauber hier unten. Los. Die Sache ist, ich könnte jetzt halt einfach ganz schlau von hier oben runterschießen, weil die Typen hier nicht hochkommen. Hier sind sie sogar down. Mache ich natürlich das hier lieber. Hä? Das ist nicht dein Ernst. Er hat... Ich hab's auf Video, wie er die Laterne anvisiert hatte. Kein Ziel in Reichweite lost? Okay. Ihr erreicht mich zwar nicht, aber... Gut ist was anderes. Ich kann nichts tun. Eins ist down. Ich glaube aber egal, auch wenn jetzt alle treffen, ich glaube, ich überlebe das. Lost, dass er nicht auf die Maschine schießt. Er schießt auf die Maschine, oder? Auch nicht. Ey, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wunderbar. Er hittet auch nicht. Doch, er hittet. Und ich glaube, jetzt kann ich dann auch aufräumen. Oh ne, ich habe die Schlacht gewonnen. Auch strong. Gereinigten Energiezeitkristall erhalten oder wie auch immer die Dinger heißen. Finsterzeitenergiekristall. Entschuldigung. Wunderbar, das Ganze hier. Leute, ihr habt die Windmühle wieder zum Laufen gebracht. Bei der Stärke des Sturms war ich besorgt, dass eure Erfolgschancen... Besorgt? Genie, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du hättest dir ganz schreckliche Sorgen um uns gemacht. Entwickelst du etwa emotionale Fähigkeiten? Wohl kaum. Wie auch immer, es gibt wichtigere Sachen als mich. Wir sollten Kontakt aufnehmen mit... Mutti.
Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin euch so dankbar, dass ihr meine Windmaschine repariert habt. Ich dachte, das könnte doch vielleicht mit selbstgemachter Limonade und überbackenen Käsebroten feiern. Wir sehen uns in Mena Werkstatt. Ah ja, hier spricht Mutti. Tschüssi. Bibo, findest du auch, dass irgendwas an diesem Funkspruch seltsam klang? Offensichtlich haben meine hervorragenden Führungsqualitäten und mein entschlossener Einsatz Muttis Umgangston erheblich verbessert. Obwohl überbackene Käsebrote bei diesem heißen Wetter tatsächlich eine ungewöhnliche Wahl sind. Hm,